Wir sind jetzt bei der dritten Kategorie des Abends bei Technik. Da kennt sich Frank Rosengart bestens aus. Er kommt vom Chaos Computer Club und ist natürlich auch Mitglied der Big Brother Award Jury, hält jetzt die Laudatio. Herzlich willkommen, Frank Rosengart. So, kurz ordnen. Der Big Brother Award 2018 in der Kategorie Technik geht an. Mal sehen, wer es noch kennt. Mir ist es zu warm zum Anziehen. Geht an Microsoft Deutschland, vertreten durch die Vorsitzende der Geschäftsführung, Sabine Bendig, für die kaum deaktivierbare Telemetrie. Das ist die Übermittlung von Diagnosedaten in Windows 10. Selbst versierten Nutzerinnen und Nutzern ist es kaum möglich, die Übermittlung dieser Daten zu stoppen. Mit der Einführung von Office 365 und Windows 10 ist Microsoft einem allgemeinen Trend gefolgt. Viele Daten werden jetzt in der Cloud gespeichert, die Software wird abonniert statt einmalig gekauft und Microsoft als Konzern ist sehr neugierig, was die Nutzerinnen und Nutzer so treiben. Allein schon für die Lizenzaktivierung ist eine Online-Verbindung erforderlich. Möchte ich aus gutem Grund auf eine Internetverbindung verzichten, ist das mit Windows 10 praktisch nicht mehr möglich. Wenig dramatisch klingt es erstmal, wenn zum Beispiel mein Betriebssystem Windows 10 einmal täglich Informationen über die Größe des Arbeitsspeichers an Microsoft übermittelt. Leider ist es heutzutage fast normal, dass Geräte oder Programme nach Hause telefonieren, um statistische Daten zu übermitteln. Nicht mehr so belanglos werden es die meisten Menschen finden, wenn eine Liste der auf ihrem Computer installierten Programme übermittelt wird. Was geht es Microsoft an, ob sie ihren Computer eher als Schreibmaschine, als Spielzeug, als Fernseher oder für die Bildbearbeitung benutzen? Und was macht die Firma mit dieser Information? Wir wissen es nicht. Laut Microsoft übermittelt Windows 10 aber auch scheinbar ganz banale Informationen. Wie oft wird zum Beispiel die Tastenkombination Alt und Tab benutzt, um schnell zwischen Programmen umzuschalten? Stört mich doch nicht, wenn der Hersteller das erfährt, mag die eine Hälfte der Nutzerinnen sagen. Das geht Microsoft doch gar nichts an, sagt die andere Hälfte. Wer zur zweiten Gruppe gehört, möchte die Datenübermittlung sicher gern unterbinden. Dafür gibt es doch bestimmt irgendwo einen Schalter. Wer unter Einstellungen Datenschutz nachschaut, wird mit Schaltern und Auswahllisten erschlagen. Dutzende Dinge sind hier zu aktivieren und zu deaktivieren und bei den meisten ist nicht klar, welche Konsequenzen die eine oder andere Einstellung hat. Spätestens mit der Einführung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung Ende Mai sollten alle Schalter grundsätzlich auf keine Übermittlung gestellt sein und aktiv eingeschaltet werden müssen. Privatsphäre und Datensparsamkeit sind Grundidee der DSGVO. Wir, das heißt Sie alle, sollten ein Auge darauf haben, ob sich Microsoft daran hält. Es gibt in Windows 10 tatsächlich auch Einstellungen zum Datenschutz. Die befinden sich nur hinter einer Barriere von 5 Klicks hinter dem üblichen Arbeitsbildschirm, also nicht an einem Ort, wo man zufällig mal drüber stolpert. Und selbst wenn wir dorthin gelangt sind, haben wir nur die Wahl zwischen einfacher oder vollständiger Übermittlung. Übermittle bitte nichts, gar nichts, fehlt als Option. Und diese komplizierten Einstellungen betreffen ohnehin nur die Daten, die das Windows 10 Betriebssystem von Microsoft über den Computer sammelt. Dass Daten vom Browser, von den App-Kacheln oder vom Antivirus Defender übermittelt werden, lässt sich nirgendwo abschalten. Und dann gibt es ja noch die Spracherkennung, die Suche im Startmenü und. Wie mühsam bis unmöglich es ist, Windows zum Schweigen zu bringen, dokumentiert der Bericht des Bayerischen Beauftragten für den Datenschutz in seinem Windows 10 Investigation Report. Selbst wenn sämtliche Telemetrieeinstellungen über knapp 50 Änderungen in der sogenannten Registry verändert werden, die ausdrücklich nur für Experten gedacht ist und die das Potenzial hat, den Rechner durch einen unbedachten Eingriff unbrauchbar zu machen, senden Windows 10 Rechner immer noch jede Menge Anfragen an Internetdienste für Kacheln, Updates oder Empfehlungsdienste.
Dort wird mindestens die IP-Adresse des Nutzers registriert, bereits ohne dass man bewusst irgendeine Webseite aufgerufen hätte. Möglich ist diese Änderung der Registry überhaupt nur in der Enterprise-Variante von Microsoft, also eigentlich nur für Geschäftskunden. Wir wollen Sie gar nicht damit langweilen, die Recht- oder Unrechtmäßigkeit jeder einzelnen Datenübermittlung juristisch zu bewerten. Aus Nutzerinnensicht ist es einfach eine Sauerei, dass sich die Übermittlung praktisch nicht deaktivieren lässt. Zumal es für viele Menschen zu Windows als Betriebssystem aus Kompatibilitätsgründen gar keine gangbare Alternative gibt. Die Firma Microsoft hat im Jahre 2002 den Lifetime Big Brother Award erhalten. Damals hat der Datenschutzbeauftragte von Microsoft, Sascha Hanke, den Big Brother Award sogar persönlich abgeholt und gesagt, die Firma würde unsere Kritik ernst nehmen. Spätestens mit der Einführung von Office 365 hat Microsoft viele Anwendungen und damit ihre Daten, also ihre, in die Cloud übergeben. Allein das wäre schon ein Preis wert gewesen. Schon 2011, 2 Jahre vor Edward Snowden, hat der damalige Datenschutzberater von Microsoft, Caspar Bowden, vor den Zugriffsmöglichkeiten durch Geheimdienste auf die Cloud-Daten gewarnt. Er hat eindringlich erklärt, dass Microsoft damit die Inhalte seiner Kunden an NSA, CIA und Co. preisgibt. Denn die US-Geheimdienste dürfen durch den FISA Act von 2008 auf alle Cloud-Daten zugreifen. Und Nicht-US-Bürger haben keine Rechtsmittel dagegen. Caspar Bowden ist für diese deutlichen Worte von 2011 von Microsoft gefeuert worden. Es wäre besser gewesen, sie hätten auf ihn gehört. Dadurch, dass Windows 10 nun auch noch ständig nach Hause telefoniert, werden Microsoft-Produkte zu einem nicht mehr tragbaren Problem. Herzlichen Glückwunsch, Microsoft, zum inzwischen zweiten Big Brother Award.